geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu den Pirelli Hot Labs. Beim letzten Mal haben wir uns den ersten vier Herausforderungen schon erfolgreich gestellt, auch wenn es auf keinen Fall leicht war. Heute knüpfen wir uns die nächsten vier vor und da sind auch ein paar neue Sachen dabei, die wir beim letzten Mal noch nicht hatten. Außerdem werden wir gleich auf der neuen Strecke in Miami unterwegs sein, wenn alles gut läuft und wenn ich nicht dafür jeweils eine Stunde brauche. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Let's go! Ey, sag mal, wird das jetzt zum Standard, dass wir Regen haben in diesen Challenges oder was? Ich weiß es nicht. Immerhin die Challenge Art erkennen wir schon. Das ist wieder so ein Speedzone-Ding. Diesmal in Imola. Ich gehe nicht davon aus, oder, dass wir es im ersten Versuch schaffen. Es wird einfach wichtig sein, hier einmal gut durchzukommen, um überhaupt zu sehen, wo das Ganze endet. Das scheint eine relativ lange Geschichte zu sein. Hier durch Aquaminerale noch hindurch diese schwierige Bergaufkurve, die auch in Formel 1 Autos gar nicht so ohne ist. Und in diesen Supercars im Regen dann auch noch, ist das nicht viel leichter. Oh, wir sind aber gar nicht so weit weg. 3 km/h fehlen nur. Das ist für den ersten Versuch nicht verkehrt. Meistens ist aber auch genau das Schwierige, so diese letzten paar km/h noch rauszuquetschen. Das hat aber sogar schon für die Silbermedaille gereicht. Also da waren wir scheinbar echt nicht so verkehrt unterwegs. Obwohl mir das jetzt auch nicht gut vorkam, das kriegen wir wohl besser hin. Dafür gibt es kein Track Limits, okay. Oh, dafür wird's, ja, dafür wird das Ganze aber ungültig, okay. Ah, ich will hier zu viel. Ich fahre hier rein wie mit einem F1-Auto. Das ging aber sogar ganz gut. Eine Sache, die man auch im Kopf haben muss, ist, dass man so hohe gelbe Curbs mit diesen Autos echt gut mitnehmen kann. Das ist ein großer Vorteil der Supercars. Die sind halt besser gefedert oder was auch immer. Und da kann man eine Menge Zeit gut machen dann. Oder was heißt Zeit gut machen? Um die Zeit geht's hier nicht. Man kann die Geschwindigkeit einfach höher halten, weil man eine ganz andere Linie wählen kann in der Kurve. Das war jetzt gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht ist das ja mal ein Versuch, der uns zumindest wirklich nahe ranbringt. Obwohl das jetzt zu langsam war, oder? Hier muss man so am Ausgang, weiß ich nicht, schon deutlich über 140 auf dem Tacho haben. Sonst schafft man das nicht mehr. Ah, das waren jetzt mal deutlich über 140. Der Drift wird da aber nicht geholfen haben. Schade, aber das ist ein neuer Rekord. Ja, schön das Auto gerade halten. Das war im letzten Versuch der große Fehler und dann ist es jetzt geschafft oder auch nicht. Oh, oh, das wird ganz knapp gewesen sein. Aber es ist nur Silber. Nein. Oh, wie viel war das? Nein. 0,1 km/h haben gefehlt. Och, nee. Ey, das gibt es doch nicht. Das ist doch gar nichts. Wirklich gar nichts. Viel knapper kann man gar nicht dran sein. Das verdeutlicht aber auf ziemlich brutale Weise, was für Feinheiten hier ausschlaggebend sind. Ein kleiner Rutscher, ein kleiner Drift kann wirklich darüber entscheiden, ob man es schafft oder eben nicht. Das war jetzt mal nicht schlecht. Oh, das, ja, Alter. Perfekt. Oh, gut den Scheitelpunkt getroffen in der Kurve. Das muss es jetzt sein, oder? Das muss es sein. Ich wüsste nicht viel, was man da noch besser machen könnte. Und viel müssen wir auch nicht besser machen. Das reicht nämlich für die Goldmedaille. Als nächstes erwartet uns eine neue Challenge-Art, nämlich die Checkpoint-Herausforderung. Folge dem Kurs ausgehend von einem fliegenden Start bis zur vorgegebenen Zieldistanz, ehe die Zeit abläuft. Beim Durchfahren eines jeden Checkpoints wird dir zusätzliche Zeit gutgeschrieben. Wir starten mit 60 Sekunden hier in unserem McLaren 720S und das Ziel sind 10.250 Meter. Das ist so eine Challenge, wie man sie aus so gut wie jedem Rennspiel kennt, würde ich behaupten. Aber die feiere ich immer sehr. Früher habe ich das als Kind in Need for Speed Spielen ohne Ende gemacht. Hoffentlich hilft die Erfahrung so ein bisschen. Im Prinzip müssen wir einfach so schnell wie möglich hier um die Strecke fahren. Das muss das Ziel sein, das ist das Ziel. Immerhin ist es dafür trocken, das wird uns das Leben auf jeden Fall leichter machen. Ich glaube, das Einzige, was auf keinen Fall passieren darf, ist so eine totale Fehleinschätzung von mir. Und zwar also, indem man halt viel zu schnell in eine Kurve fährt, weil ich auf einmal irgendwie vergesse, dass wir hier in einem Supercar sind und nicht in einem F1-Auto. Solange das nicht passiert, bin ich guter Dinge, dass wir es schaffen werden.
Oh, und Track Limits. Okay, also wir kriegen eine Verwarnung, aber das gibt keine größere Strafe. Das ist auch gut zu wissen. Wahrscheinlich gibt's dann Strafen, wenn man es zu häufig macht, aber bei einem Mal passiert noch nichts. Ich überlege gerade, wie viel diese 10.250 Meter sind. Vermutlich etwas mehr als zwei Runden. Jetzt kommen wir halt an einen Punkt, an dem ein Fehler ganz schön wehtun würde. Oder zumindest wäre er sehr frustrierend. Wir haben eine ganze Runde hier schon ziemlich perfekt abgeschlossen. Das jetzt noch zu verkacken, puh, das würde wehtun. Jetzt ist die erste Runde mal vorbei und das sind so an die 5000 Meter. Also werden wir wahrscheinlich die Runde auf jeden Fall noch abschließen müssen und dann wird hier irgendwo der letzte Checkpoint sein. Bislang ist das nicht mal wirklich knapp, allerdings kriegen wir, das merke ich jetzt erst, pro Checkpoint immer eine Sekunde weniger Zeit dazu, als beim vorangegangenen. Somit wird das am Ende vermutlich knapp werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das mit noch 30 Sekunden auf der Uhr schaffen. Das wird irgendwie innerhalb der letzten 10 Sekunden wahrscheinlich sein am Ende. Was mir auch nicht gefällt, ist, dass die Silber-, Bronze- und Goldzeit sehr, sehr nah beieinander liegt. Beziehungsweise die Distanz. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, weil somit ist es wahrscheinlich schon gar nicht so leicht, Silber zu schaffen. Geschweige denn Gold, was ja das große Ziel ist. Schaffen gleich immerhin mal die bronzene Vorgabe und bekommen jetzt nur noch 10 Sekunden dazu. Aber das war's ja fast. Der nächste Checkpoint ist so ziemlich bei der Startziellinie. Und das dürfte eigentlich auch der letzte sein. Dann geht es nur noch geradeaus. Vielleicht müssen wir die erste Kurve nochmal machen. Aber sehr viel mehr wird da nicht kommen. Es kommt hier nochmal ein Sound, der uns nervös machen möchte. Aber das ist kein Thema. 13 Sekunden haben wir. Bis wohin müssen wir? Oder geht das jetzt einfach endlos weiter? Das kann ich mir auch vorstellen, dass es einfach endlos weitergeht, bis wir es geschafft haben. Aber wir haben es jetzt schon geschafft. Oh, kriegen wir den nächsten Checkpoint noch, um hier ein bisschen mehr zu schaffen als nötig? Ja, nein, leider nicht. Aber das ist ja egal. Tatsächlich war das aber die erste sehr, sehr gut machbare Herausforderung. Wenn man auf der Strecke bleibt und keine Riesenfehler macht, wie ich es am Anfang schon erwähnt habe, dann schafft man das eigentlich problemlos. Es ist Zeit für die neue Strecke in Miami. Erstmals seit der Preview-Version werde ich die jetzt hier spielen. Und das mit einer sehr, sehr schwierigen Challenge-Art. Autocross habe ich privat schon mal angespielt. Und zwar nicht auf dieser Strecke, aber das ist mir echt nicht leicht gefallen. Autocross. Bei diesem Wendigkeitstest musst du so schnell es geht zwischen sorgsam platzierten Kegeln durchfahren. Pass auf, dass du die Kegeltore nicht umfährst oder verfehlst, denn dafür gibt es Zeitstrafen. Wir müssen hier in einem McLaren Artura 49 Tore durchfahren in einer Zeit von 1,18. Boah, ich glaube, da werden wir jetzt eine Weile hängen. Zumindest habe ich so die Befürchtung. Diese Tore sind nämlich wirklich sehr asozial platziert, in sehr, sehr geringen Abständen. Und das Problem ist, dass man weder die Kegel umfahren darf, noch zu langsam sein darf. Wenn man nämlich zu langsam ist, dann schafft man es logischerweise nicht. Der erste Versuch wird wahrscheinlich ohnehin nichts werden. Wir können uns jetzt aber schon mal... Alter, das... Yo, wir haben keinen Kegel getroffen. Das war gerade... Also es sah ziemlich skillig aus, aber eigentlich war es mehr Glück als alles andere. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, oder wo war ich gerade? Deswegen können wir uns schon mal anschauen, wo die Tore platziert sind. Irgendwie sowas wollte ich sagen. Aber tatsächlich läuft das echt überraschend gut, dafür, dass ich keinen Plan habe. Ey! Tor verfehlt? Echt? War da eins noch? Lol, ich hab's gar nicht gesehen. Na, das ist natürlich bitter. Das gibt direkt eine fette Strafzeit, die einem wahrscheinlich die goldene Vorgabe schon unmöglich macht. Na, dieser langsame Streckenabschnitt ist dafür aber gut gewählt. Hier ist es relativ easy, durch die Tore durchzufahren, weil es eigentlich nur eine Linie gibt, die man fahren kann. So eine Katastrophe wird das für den ersten Versuch, glaube ich, gar nicht. Ich traue mich nicht so ganz, Vollgas zu geben. Jetzt müssen wir es aber ohnehin tun, um nur irgendwie den Hauch einer Chance zu haben. Ja, aber dann wird das ganz schnell so. Man darf das nicht zu schnell angehen. Also das auf Gold wird echt hardcore. Zu langsam darf man nämlich logischerweise auch nicht sein. Außerdem darf man auf keinen Fall ein Tor verfehlen, so wie wir es vorhin gemacht haben. Dann ist es vorbei. Die 10 Sekunden, die man da als Strafe aufgedrückt bekommt, die hat man nicht. So ein Polster bekommt man hier nicht, wenn man die goldene Vorgabe erreichen möchte. Wo war denn hier noch ein Tor? Ach, da links. Da habe ich gar nicht hingeschaut. Boah, das ist asi platziert und kostet auch sehr viel Zeit. Diese Tore sind auch ziemlich schmal. Also, wenn man da nicht perfekt mittig durchfährt, nimmt man so einen Kegel ganz schnell mal mit.
Okay, hier kann man kurz Vollgas geben, muss dann aber direkt langsam werden. Obwohl, nee, man hätte erst jetzt langsam werden müssen. Muss das aber zwingend tun, ansonsten verliert man die Kontrolle. So wie es uns vorhin passiert ist, weil die Tore hier sehr, sehr nah beieinander stehen. Oh, oh, 1,18 brauchen wir, 1,18 brauchen wir, come on. Gas! Ah nein, das wird nichts mit 1,18, oder, oh, es wird aber frustrierend. Knapp 2 Sekunden gerade mal. Oh, das geht aber, gefühlt zumindest. Meistens sind genau diese 2 Sekunden, die am Ende fehlen, dann das große Problem. Aber es gab schon einige Stellen, an denen ich übervorsichtig war in diesem Versuch. Das auf jeden Fall. Es hilft auch auf jeden Fall, schon mal ein paar Versuche gemacht zu haben, um zu wissen, wo die Tore platziert sind. Das macht es eigentlich im ersten Versuch fast unmöglich. Dieses eine Tor vor allem, was da jetzt gleich nach der Haarnadelkurve links kommt, das sieht man beim ersten Versuch gar nicht. Ich bin wirklich der Meinung, das muss man wissen, weil man da überhaupt nicht hinschaut. Man ist schon voll konzentriert auf den Scheitelpunkt dieser Kurve. Und dann ist da außen aus dem Nichts ein Tor auf einmal. Auch in diesem Abschnitt hilft es sehr, das schon mal gespielt zu haben. Man kann jetzt nämlich ziemlich lange Vollgas geben. Jetzt kommt ein Tor, dann kommt noch eins. Und dann müssen wir, jetzt müssen wir langsam machen. Jetzt beim nächsten geht es nämlich nach links. Oh, das war doch gut. Das war doch gut. Jetzt bloß keinen Leichtsinnsfehler machen und hier in den Kegel mitnehmen. Und dann, oh, ich traue mich gar nicht auf die Zeit zu schauen, aber das sieht doch nicht so verkehrt aus. Und Vollgas. Vollgas ab ins Ziel. Ja, das wird reichen im Normalfall. Das wird reichen. Sehr, sehr gut. Und das macht so Spaß. Wer auch immer sich diesen Pirelli Hotlap-Modus ausgedacht hat, GG an dich, Mann. Das war echt eine richtig geile Idee. Wenn ich mal aber auf hohem Niveau meckern darf, noch geiler hätte ich das Ganze mit den Classic F1 Autos gefunden, die es ja nicht mehr gibt, jetzt seit ein paar Jahren schon. Das wäre halt wirklich, das wäre ein Jackpot. Aber auch so ist es einfach nur genial. Und ich freue mich schon sehr auf die weiteren Challenges. Was mir gerade mal auffällt, RIP an jeden, der die Challenge gerade mit Controller probiert. Wie soll das denn gehen? Time Attack, das ist zwar was Neues, aber hört sich doch sehr vertraut an. Fahre gegen die Uhr und so schnell wie möglich die vorgegebene Rundenzahl. Ganz, ganz easy. 2 Runden haben wir vor uns in einem Mercedes AMG GT Black Series. Das Auto sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Das hatten wir, glaube ich, in Australien schon in der letzten Folge, in den Challenges dort. 4 Minuten 15 müssen wir hier schaffen über 2 Runden. Ob das gut machbar ist oder nicht, keine Ahnung. Aber wie schon in Imola wird es vor allem wahrscheinlich darum gehen, keine riesen Fehler zu machen und die 2 Runden einfach konstant abzuspulen. Dann hat man gute Karten auf die Goldmedaille. Das ist aber bei weitem leichter gesagt als getan in diesen Supercars und dann auch noch auf einer Strecke, die man nicht so gut kennt wie die meisten anderen oder wie alle anderen, weil das ja die neueste ist hier im Kalender. Immerhin können wir jetzt fahren, wie ich das möchte. Also wir können frei die Linien wählen, müssen nicht durch irgendwelche Tore fahren. Das hilft enorm und lässt einen natürlich ein bisschen schneller fahren, das ist klar. Oh, die A-Säule ist da voll im Weg. Ich seh die Kurve überhaupt nicht. Ich glaube, das war auch mit der Grund dafür, weshalb dieses eine Tor vorhin so schwer einsehbar war. Aber damit muss man halt klarkommen. Ich feiere das einfach aus der Cockpit-Perspektive ein bisschen mehr als so außerhalb des Autos. Ein Vorteil, den man allerdings hat außerhalb des Autos, ist der Sound. Der ist da nochmal deutlich geiler, aber auch so kann sich das auf jeden Fall hören lassen. Also ich finde, dahingehend ist das Spiel echt gut gelungen. Das gilt auch für die Formel 1 Autos. Auch die haben soundtechnisch nochmal ein ordentliches Upgrade bekommen. Wir nähern uns jetzt allmählich dem Ende dieser ersten Runde. Jetzt kommt nur noch der ganz, ganz langsame, ziemlich frustrierende Abschnitt hier. Obwohl der in Supercars sogar klar geht. In F1 Autos finde ich den aber ein bisschen unpassend. Und dann geht's auch schon hinaus auf die ewig lange Gerade. Ungefähr 2 Minuten 7 dürfen wir brauchen für die erste Runde. Es kann auch ein bisschen mehr sein, klar, aber dann muss die zweite schneller werden. Oh, der Bremspunkt war gar nicht so schlecht. Das war jetzt total geraten, total nach Gefühl. Aber es hat ganz gut geklappt. Da an die 2 Minuten 7 werden wir ganz okay rankommen. Haben sogar vermutlich ein bisschen Puffer, obwohl... Oh, nix Puffer, nix Puffer. Hier ist die Ziellinie gerade gewesen. Die zweite Runde muss mindestens genauso gut werden, wenn nicht ein bisschen besser. Hier haben wir jetzt Zeit liegen gelassen, weil ich einfach nicht gesehen habe, wo wir hinfahren. Aber der erste Sektor ist aber lila. Das ist ein sehr, sehr ermutigendes Zeichen.
dieses Auto ist aber auch gut. Das macht wirklich unfassbar viel Spaß zu fahren. Einmal müsste man mal im Real Life so ein Auto haben. Ich glaube, dann geht's einem gut. Nee, Quatsch, das sind natürlich nur Autos. Aber auf jeden Fall ist das eine verdammte Maschine. Allerdings freue ich mich dann auch schon auf die ersten Ferraris, die wir vielleicht bekommen. Die Safety Cars, die kann man auch fahren in diesem Spiel. Ob die in den Challenges vorkommen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dieses Ding ist aber, es ist, glaube ich, nicht das Mercedes Safety Car. Aber also, es ist, glaube ich, nicht so weit davon entfernt, oder? Wenn ich mich nicht irre. Oh Gott, nochmal volle Attacke. 14 Sekunden, jetzt sogar ein bisschen weniger. Oh, das wird eine Punktlandung und es wäre ganz schön frustrierend, das nochmal machen zu müssen. Jetzt geraten wir nochmal in den kleinen Drift. Oh Gott, 13, 14, wow. Alter, 4,14,35, wenn ich es richtig gesehen habe. Und bei 4,15 endet die Goldmedaille. Also bei 4,15,01 wäre es schon vorbei gewesen. Wow, und das über zwei Runden. In so einem Auto auch noch. Das ist krass. Das war echt eine absolute Punktlandung. Wir hätten kein bisschen langsamer sein dürfen. Und ich möchte nochmal betonen, dass das kein F1-Auto ist. Somit sind solche geringen Abstände eigentlich umso verblüffender, weil das Auto ja langsamer ist, weil man einfach mehr Zeit hat auf einer Runde, um Fehler zu machen. Aber ja, wir haben das gut hinbekommen und schaffen auch das im ersten Versuch. Und das war's jetzt auch schon von der zweiten Ladung der Pirelli Hot Laps. Beim nächsten Mal geht's dann nach Spanien und nach Baku. Ich glaube, Baku könnte echt sehr, sehr tricky werden. Da haben wir dann auch noch eine weitere und vielleicht die letzte Challenge-Art, das Rivalenduell. Kann ich mal kurz hier durchgucken, aber ich glaube, mehr als das wird es dann nicht geben. Also wenn wir das Rivalenduell kennenlernen, dann kennen wir alle. Ja, so sieht's aus. Okay, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald bei kommenden Videos wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein!